Sportler, du machst also Mountainbiken, Downhill und Kajak. Freestyle-Kajak fahren, so. Genau. Und ja, Wie du das. das. Und Ja, eben, wir haben das Thema Wasser heute. entscheidend, Ja, das zieht sich ein bisschen durch beim Rosafahren, aber eben nicht nur Kajak, sondern auch Downhill. Schauen wir mal kurz, weil viele Menschen wissen gar nicht, was das ist, wie spektakulär, gemeingefährlich, draufgängerisch das ist jetzt ein Amateurvideo, das das ist ist quasi, immens. genau, ein Mountainbike, ein Fahrrad und man stürzt sich, Ja. aber sag du, wo das ist und was Also da. das Video ist aus Puerto Vallarta, aus Mexiko. Und da sieht man, das ist ein Urban Downhill. Also das ist, was man da, die Hindernisse, die es da gibt und alles, das ist eigentlich verrückt. Also das hat 13 Meter, wo ich jetzt der Backflip. Also jetzt kommt der Backflip über 13 Meter und natürlich haben die ganzen Fans da die. Ja, danke. Die Leute, die da vor Ort waren, die sind natürlich also ausgerafft, als ich das gemacht habe, weil die damit gerechnet haben, weil es eigentlich ein Rennen war und dass da jemand, ein Freerider, also es gibt Rennfahrer und es gibt Freerider und ich war immer jemand, ich war nie ein Rennfahrer, also ich war nie jemand, der einen Downhill-Sport, also einfach nur bergab runter und schauen, dass ich die schnellste Zeit habe. So für mich war es immer so, ich wollte Tricks auch machen, also Backflips, Frontflips, 360s, alle möglichen Tricks und Also ja. das sind nur da, zum Verständnis so Art Saltos. Also man springt da Also, drüber ja, und also die Rampe und dann ja. einfach so, dann über die Rampe und Ja. dann macht man so Ja, schaut man über den Himmel, ne? und Ja. dann dreht Franz man guckt in die sich, Luft. ja, dann dreht man sich und ein Frontflip ist natürlich viel schwieriger als ein Backflip, weil es gibt Leute, die können ohne Bremse, aber ich habe ihn damals mit Bremse und zwar zieht man so auf und dann rückt man hinter Bremse und tritt man sich selbst in den Hintern und dann ist in der Rotation und dann. Und das ist nur, was man jetzt eh gesehen hat. Das ist quasi durch eine kleine Ortschaft, die Treppen runter und bevor man quasi in die Tür reinfahren würde, geht links runter und dann wieder. Also es ist eigentlich verrückt. Normalerweise geht man da langsam runter wahrscheinlich, ne? Treppe für Stufe, also die Mit, Treppe. man haltet sich am Geländer Richtig. fest und Und haut sie nicht runter wie ein so Wahnsinniger, ne? ist es ja. Eigentlich, ja. Ja, und das war halt so, dass das Rennen. Da waren nur Profis. Also ich persönlich ich bin zwar mit den Profis hier mitgefahren und ich habe auch Sponsoren gehabt etc. Aber ich habe trotzdem einen unter Anführungszeichen normalen Job auch noch gehabt, also bei einem großen Mountainbike-Hersteller in Deutschland. Und von dem her habe ich eben, ich war the best of both worlds. Also ich habe beides gemacht und ja, und ich habe halt gearbeitet und Das ist immer gut gegangen, bis immer zu gut. einem Rennen, wo du eigentlich mir gedacht hast, jetzt gebe ich alles, ne? Ein bisschen schneller geht's noch. Ja, das war vor 5 Jahren, genau, kann man fast sagen. Und das war so, das war eben in Puerto Vallarta, wo wir das Video gerade gesehen haben. Und war so, es waren so viele Leute, Zuschauer, dass der Kurs geändert worden ist, also nicht der eigentlich gewesen wäre. Und vielleicht, ich sag so, die Personen, die das Event gemacht haben, die hätten vielleicht, hätten sie den Balkon, in den ich reingesprungen bin, also da einer, hätten sie vielleicht abdecken müssen mit was Weichen, damit eben das nicht passiert. Aber haben sie leider nicht und ja, also es ist so wie es ist und Du warst wie lange im Koma nach dem Unfall? ja, also fast, ich sag, also es waren mehrere komatöse Anfälle, Ja, also komatöse, ja, ja, klar. und insgesamt also waren es so, ich sag, 3 bis 4 Monate, also alles zusammengerechnet waren es. Dazu muss man halt sagen, du hattest ein Schädel-Hirn-Trauma, du musstest alles komplett wieder neu erlernen, sogar zu sprechen. Ja, also ich Wow. war lange Zeit auch im Rollstuhl. Du möchtest zurück zu deiner Form,
Ja. Also du hast jetzt nicht so einen großen Schock erlitten, dass du sagst, das war's jetzt. Und ich werde jetzt Nordic Walken gehen und vielleicht ein bisschen so Radfahren mit in der Ebene, sondern das ist immer noch da. Es ist so, wenn man einmal auf dem Level war, auf dem ich war, Ja. ja, dann will man da einfach zurück. Und wenn ich auf dem Bike sitze, dann weiß ich genau, dass das ist der Wer Schlüssel. sucht? Ja, Es ist wirklich ja. so, wenn ich auf dem Bike sitze, dann merke ich einfach, das habe ich Ja, früher das ist kennen, das es. ist noch in mir, aber es ist halt jetzt nicht gerade so griffbereit da, aber es Ja, du wird liebst, da es. bist du, das ist schon ein Typus von Mensch. Ne? Jemand anderer wird vielleicht sagen, so wird es erlebt und jetzt bitte schön Ruhe. Aber du brauchst diesen Kick, diesen Adrenalinkick. Was sagt denn deine Freundin dazu? Das ist ein bisschen Ja, es ist ein bisschen kompliziert, kompliziert, okay. ja. Weil oft gehen ja, Manuela, Beziehungen auch auseinander nach solchen Erlebnissen. Bist du mit David noch zusammen? Nein. Nein.